Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin KowalP100, der mit der Zahl hinten dran. Mein Lieblingshobby ist ihm den Kopf klauen. Wie ihr es hier seht, wir spielen Portal 2. Ihm ist ein komischer Mensch, der eigentlich viel früher hätte leben sollen, damit wir ihn jetzt alle schon loswerden und nicht mehr ertragen müssten. Aber da steht er und wohnt in Berlin und ist kurz davor, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wer bist du denn? Ich bin der, der immer gewinnt. Ne? Ich hab... Diese Stereschein-Papier-Dinger-Nummer hier, die hast du, glaube ich, noch nie gewonnen in dem ganzen Let's Play. Ja, das ist wahrscheinlich so vorgesehen. Das ist vom Computer so einprogrammiert. Ich kann es gar nicht gewinnen. Trottel. Nein, Elfriede ist mit uns. So, also ich bin der Stinker und wir sind hier dabei, dieses Rätsel, das Level zu lösen. Wir haben gestern schon quasi am Ende des Parts den Lösungsansatz präsentiert. Das heißt, ich muss jetzt hier rüber. Ich muss jetzt da und ich muss dann hier. Hier und so, da so, genau. Ja. Und dann ist hellblau, muss da oben bestimmt irgendwie. Oder. So. Ja, nee. Mach's halt. Okay. Ich muss ja umkehren, sonst kriegst du ja Stacheln ins Gesicht. Ja. Was machst denn du? Stacheln ins Gesicht. Du hast das falsche Tor gebaut, Trottel. Du musst jetzt immer das dunkel. Das hellblaue Tor musst du jetzt wieder. Nee, das dunkelblaue Tor musst du bauen. Ja. Sehr schön. Ach du Scheiße, leck mich fett. Warum immer ich für so eine Scheiße? Ich bin dafür. Andersrum. Ich bin dafür nicht geboren. Hinter dir. Ups. Andersrum. Was machst du? Alter! Yes! Hat's mich verjagt. So, jetzt bist... Ja, ich muss dich die ganze Zeit so hin und her schleudern quasi, bis der Arm sich nicht mehr rührt, oder was? Ja. Older Schwede. Jetzt muss ich Alter, ich habe nur nach oben geguckt und sah die Spikes. Ich will, dass du das wieder machst. Los geht's. Oh nee, komm, Alter. Mein Herz. Die haben sich aber ganz schön zerknüppelt jetzt, die Dinger. Leck mich hin. So, du da, du da. So. Hä? Alles rum. Ich muss gleich mal erschrecken. Da so. Andersrum. Da waren Spikes. Da und knapp jetzt. Halleluja. Achtung, dein Timing ist gefragt. Jetzt muss ich dich da echt die ganze Zeit so hin und her balancieren, oder was? Ja, musste. Du kannst mich ja einmal durch das Dings fahren lassen und dann... Wann geht's denn runter? Jetzt! Alles rum! Schnell! Hey, schneller! Hey. Oh mein Gott! Hey. Oh mein Gott! Ach so, ist ja richtig. Ich muss ja wirklich hier hoch. Nein, andersrum! Nein, war richtig! Oh, danke! Ich trau mich noch nicht. Ich trau mich dich noch nicht hochlassen. Oh! Hör auf, Alter, sonst gibt's Marshmallow am Spieß! Jetzt! Stimmt, so dick wie ein Marshmallow bist du. Achtung, da ist ein Roboter, der dich kaputt schießen kann, ne? Weißt du? Wo ist ein Roboter? Er zielt schon auf dich. What? Wo ist er? Unten. Er zielt schon auf dich. Bist du drinne? Ich bin drinne. Nein, zurück. Jetzt geh halt aus dem Strahl raus. Ach so, da muss ich. Mach mal zurück. So, hier. So. Nein! Stopp! Alles rum! Ja, oh, leck mich fett, Alter. Und ausgeliefert den Launen des KowalP100. Bist du jetzt mal raus aus dem Strahl? Kann ich bitte von dem Knopf runtergehen? Warte mal kurz, bevor du gehst. Ich würde gerne erst darüber und das Viech massakrieren. So, okay. Jetzt kannst du. Kurz durchatmen. Ich werde jetzt... Sind es eins, zwei? Nee. Ich werde einfach mit einer Harakiri-Aktion darunter gehen, das Vieh schnappen und es umkippen. Weißt du, was ich für ein dummes Gefühl habe? Wir müssen den Würfel bestimmt über das komplette System wieder zurücklotsen. Am Arsch. Dann macht man. Aber eigentlich brauchst du das nicht, weil du kannst ja jetzt ein Loch dann bauen. Du hast ja da oben ein blaues. Wenn du dich da durchfährst, kommst du ja am Anfang quasi wieder raus. Du darfst ja bloß nicht durch diese Laserwand fahren, dann sonst ist der Würfel putt. Welche Laserwand? Die ja am Anfang war, die jetzt nicht mehr hier ist, lustigerweise. Mhm, okay. Ah, du machst dann einfach folgendes, du lässt den Würfel nach unten fallen. Egal, jetzt mach erstmal was hier. Ich mach erstmal hier den Dings kaputt da. Hep, hep. Oh, wie ich mit Doppel-W gerannt bin. Geschafft.
Huch. Achso, nee. Wirf ihn. Wirf ihn! Du Trottel, lass dich nicht totschießen. Alter Schwede, ey. Es war knapp. So. Kommst du da jetzt wieder hoch? Ah, guck mal, über dir ist ein Tor. Ah ja. Mach mal das dunkelblaue. Genau, und da ziehe ich dich jetzt hoch. Inklusive des Viehs. Aber bitte, obwohl nö, dieses Tor ist weg am Anfang, dieses Stromtor. Du kannst dich komplett zum Anfang zurückziehen lassen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Komm mal raus hier, gib mir den Würfel. Komm raus, gib mir den Würfel. Wir völlig Traum verloren und... So. Bitteschön. Dankeschön. Und ich? Na gut, ich mach jetzt hier... Ich helf mir selber. Nee. Ich brauch deine Hilfe nicht. Da will ich jetzt aber gleich noch. Mit? Wie? Wo? Lass es offen, wie es ist, das Tor. Butsch. Bomben. Bam, bam. Bomben. Alter. Mach doch mal den Würfelruf. Haben wir das denn gerissen schön. Oder was? Haben wir das gerissen? Das war nicht gut für mein Herz. Und du hast mir den Kopf abgerissen, ja. Es kann immer schlimmer kommen. Jemand kann ich dir den Kopf meine Antenne. Die Antenne vom Pummelchen. Yeah. Yeah. Oh, wir kriegen einen Special-Test. Hast du gehört? Was kriegen wir? Special-Test. One more test outside the normal testing, hat sie gesagt. Special test of the test chambers. Jetzt? In the portal dos de la fu de la jeseur geblüff bröt. Was zum Teufel? Nick fett. Ah, okay. Wollte ich auch mal gesagt haben. Französisch sprechen, falls es... Was soll man machen mit der Forste? What the hell? Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Ihr Noobs, ihr würdet gerne auf mich schießen, ne? Ihr würdet gerne auf mich schießen, aber ihr könnt nicht auf mich schießen. Mini, upsie. Mini. So. Du musst jetzt hier oben wir mit müssen machen. Komm mal mit. Jawohl, Tor weiter. Ich hab hier so ein. Oh mein Gott. Ach du Kacke, mach keine Dummheiten jetzt. Mach keine Dummheiten. Ich seh gar nichts. Kannst du irgendwas schießen? Du kannst ja schießen. Ja. Achtung. Und. Ich hab Idee, Moment. Du musst da unten. Yes. Aber Achtung, hier sind Viecher. Die auf uns schießen, oh mein Gott. What? Nein! Du musst mit deiner. Ja, genau. Das Tor am Anfang bei den Lasern lassen, um uns zu beschützen. Okay, jetzt haben wir es aber verstanden. Lecco mio. Halleluja. Oh, nee. Kriegen wir hin. Alles klar. Butsch. Wir benutzen beide immer. Wir bereiten quasi. Ich bin der den Dings macht. Echt jetzt? Ich bin der. Okay. So. Ich bin der Schützer. Zack. Auf geht's. Und du bist der Wegbereiter. Kriegen das hin. Der Schützer muss zuerst rein. Der Dicke. Jo. Der ein bisschen sehr dick ist und deswegen ruckelt jetzt die Sicht. Siehst meine Antenne? Und huch. Upsi. Oh mein Gott. Ich bin hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du müsstest... Wir sind da. Das war schon richtig. Das war's? Yay. Na, das ist ja... So, es geht aber das weiter, ja, liebe Freunde. Einfach. Du willst wieder der Lasertyp sein, habe ich das Gefühl. Na, selbst verfreilich doch. Oh mein Gott, du wirst hier viel... Oh, du gehst zuerst. Siehst du die roten Laser überall? Ja. Mhm. Wie komme ich denn da so? So. Wo? Da unten stehen sie, Alter. Oh mein Gott. Was jetzt? Warte mal, mach mal hoch. Oh mein Gott, wie sie einfach alle rumstehen und warten. What? Dude. A little bit more intensity, please. So, hier ist das Maximum erreicht. Wo müssen wir hin? Ich hab keine Ahnung. I don't care. I love it. Wie einfach nichts sagt, sondern nur macht und geht.
Mal gucken, ob der Idiot rausfindet, was ich gerade gedacht habe. Aber hier kommen wir ja trotzdem nicht weiter. Doch, 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 wir schaffen das schon. Jetzt verzag mal nicht gleich. Ach, wir müssen darüber, kann das sein? Also darüber? Oder kommen wir von dort? Nee, wir müssen darüber. Ey, Dungsa. Ah, ich habe eine Idee. Warte, warte, warte. Guck mal, guck mal, guck mal, ich habe eine Idee. Komm mal hier hoch in den Strahl. Lass dich ihn hochtragen. Bist du unter mir? Hm? Achtung, nicht erschrecken. Hm? Au. Ist so unfassbar fett. Ich bin schneller gefallen als du. Das hat das Experiment scheitern lassen. Ich verstehe. Ja, ja, du verstehst immer alles gleich, weißt du? Ich pretende wenigstens nicht, das zu verstehen. Ich verstehe es wirklich. Hm. Huch, achso, ich muss ja jetzt hier... blocken. Du bist ja der Erste. Und Achtung! Hä? Was? Wie? Wieso fällst du so lahm? Alter! Du fällst langsamer als ich. Du bist so fett. Aber das macht gar keinen Sinn, physikalisch gesehen. Lass mich als Zweiten hoch. Lass mich als Zweiten hoch. Ist ja nicht so was denn hier. Alter Schwede, ey. Hoch da jetzt mit dir. Du Fleischklops. Nicht dran, bloß Metall und Knochen, weißt du? Ich fühle mich gemobbt. Gemobbt? Gemobbt. Alter Schwede, rotz. Ich bin ein Mobbing-Opfer. Warum machen wir überhaupt so einen Stress? Geh halt erstmal auf diese hier. Geh immer auf diese hier? Ach so. Oh, okay, lass dich. Ich lass mich fallen. Warum? Es geht nicht! Es geht nicht! Man landet. Muss man die Beine anziehen? Probier's bitte mit Duck. Probier's bitte mit Beinen anziehen. Achso, es geht ja nicht. Ich bin ja gestorben. Die Tore sind jetzt hin. Was machst du? Schön. Greatness. Ich habe eine Idee. Vielleicht klappt sie, vielleicht aber auch nicht. Was involviert die Idee? Sprich zu uns. Nein. Meine Zuschauer haben sie schon gesehen. Entweder haben sie sich vor Peinlichkeit eine Stirn geklatscht, so nach dem Motto, Gott, jetzt wird er mega fail. Oder sie sagen, oh, was ein Typ. So, komm mal hoch. Ah, ich habe natürlich jetzt auch eine Idee irgendwie, ne? Hältst du denn davon? Es ist aber auch echt verzwickt, dass die einen dann diese Falloption geben und dann genauso an der Kante abkacken lassen. Das ist echt fies. Ah. Wir machen es uns manchmal ganz gelöst. Echt kompliziert. Ne? Ganz gelöst. Jawohl, herzlichen Glückwunsch an Stinker. Der hat ein Rätsel von 7000 selber gelöst. Das ist doch mal ein Triumph und die Tür geht nicht auf. Wir stehen vor einer verschlossenen Tür. Was wird hinter dieser verschlossenen Tür liegen? Weiß ich nicht. Gut. Das Rätsel ist Lösung. Ich glaube, wir müssen da rüber. Guck mal hier. Was war das denn? Wir müssen, glaube ich, gleich den Abspruch schaffen. Haben geschafft. Aber bevor wir dieses nächste Level... Ne, wir betreten das nächste Level erst. Was? Zack. Willst du schon wieder einen Cut machen? Der Cut ist schon gekommen, ja. Oh mein Gott. Wir müssen App moderieren. Ich verstehe schon, aber ich habe... Naja, gut. Okay. Ich muss und ich will und er muss auch. Und der Part ist rum und wir sind hier dabei. Das Level zu holen. Das hat einfach mal überhaupt keinen Sinn gemacht. Nö. Er muss und ich hab und wir müssen auch und wir sind dabei. Aua. Der Dicke hat den Arsch voll Blei bekommen. So, nee. Was ich sagen wollte, wir sind jetzt hier dabei, das Level zu holen und wir werden das schaffen. Und du musst jetzt kurz weg und wir unterbrechen die Aufnahme, aber das muss ja keiner wissen. Oh, jetzt habe ich es gesagt, ja, das ist voll blöd. Toll. Ne? Du hast jetzt einen Blick hinter die Kulissen gewährt, die hier die Qualität von den Ganzen massiv runterstuft. Ja, es ist halt so, weil der Call P100, der muss auch mal mitten in der Nacht Kuchen essen gehen. Was?
Naja, wir spielen ja mitten in der Nacht. Es muss ja keiner wissen, dass du jetzt ein Käffchen trinken musst, damit du wieder wach bleibst, weil die Session mit mir so einschläfernd ist. Ja, so ist es. Du bist halt so langweilig. Aber ich würd natürlich liebend gerne mit dir mitessen, weil ich habe nämlich echt jetzt schon ein Käffchen oder einen Kuchen. Wäre lecker. Echt? Du hast vor der Aufnahmesession ja Chili gebombt. Du kannst jetzt nicht ein Stück Kuchen wollen, ey. Alter, doch, das passt. Guck dir doch mal den Form so schönen Bunny-Eye an. Das ist knochenhart, wenn man auf dich drauf hat. Guck, du bist so ausgetrocknet, ich kann einfach... Ich hab gewonnen! Oh, mein Gott. Siehst du, mit dieser epischen Szene machen wir einfach mal hier einen Cut. Also ich muss meinen Body hier schön frönen. Also das heißt hier, der formschöne, runde Body muss gepflegt werden. Das heißt, ein Stück Kuchen muss da irgendwo jetzt noch gesucht werden. Oder halt auch Milka mit deinem. Na, du trinkst deinen Kaffee. Ich trinke Kaffee. Und ihr, also du da vor der Mattscheibe und so, du schaltest morgen wieder ein. Wenn es heißt, Let's Rock Portal 2 mit Coral P100. Der mit der Zahl hinten dran. Hat er vergessen, macht nix. Deswegen sagen wir einfach mal Tschüss. Tschüss.